Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und zu diesem neuen Interview von Conoscere TV. Heute stelle ich Ihnen das Buch Die Bühne, mein Leben von Veronika Kranich vor, welches beim Europa-Buchverlag erschienen ist. Die Bühne, mein Leben von Veronika Kranich ist eine schöne Sammlung von Gedanken in Wort, Poesie und Bild. Es ist die autobiografische Geschichte einer Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Kunstreferentin. Ich will aber nicht zu viel verraten und möchte die Autorin selbst zu Wort kommen lassen. Herzlich willkommen, Veronika. Ja, danke schön. Bitte. Und welche Themen und Inhalte werden von Ihnen im Buch angesprochen? Ja, also das Buch ist so eine Selbstbegegnung, möchte ich mal sagen. Ich habe mein Leben beschrieben. Und meistens ist es ja so, dass man sein Leben vorwärts lebt, aber erst rückwärts versteht. Das ist so eine Erfahrung von mir. Ich habe darin also meine Kindheit beschrieben, meine Erkenntnisse. Ich komme aus einer sehr illustren Familie, die in Portugal ansässig war, und da gab es Dienstboten und also was alles nicht besonders lebenstauglich ist, und ich habe mich aber davon entfernt und habe mein eigenes Leben, meine Freiheit leben wollen und wozu ich dachte, dass ich Fähigkeiten habe. Und ich habe übrigens andere entdeckt, nicht ich. Aber ich habe dann als Schauspielerin doch viele, viele große Erfolge auf der Bühne gehabt in Hamburg an einem Theater mit 500 Plätzen, einem Stadttheater. Und da habe ich also meinetwegen, ich sag mal, ein paar Rollen. Maria Stuart gespielt von Scheler, die Nora von Ibsen, die Minna von Barnhelm, von Lessing, viele Shakespeare-Heldinnen und alles mögliche. Also Traumrollen. Und dann habe ich aber nach 12 Jahren gewechselt. Und das entstand wirklich durch ein Mobbing. Ich habe auch viel Mobbing erlebt, weil Erfolg ist sehr, sehr oft mit Mobbing verbunden. Also da gibt es sehr viele Neider. Und das sagen auch viele Künstler, dass Erfolg verbunden ist mit Neid, mit Missgunst, ja, mit Einsamkeit vor allem. Ja, ich verstehe. Diese Dinge, die hab ich auch beschrieben. Also vor allem auch diese Einsamkeit des Erfolgs, ja. Aber Leiden ist sozusagen die Voraussetzung, das ist meine Erkenntnis, für Kreativität. Also Kreativität entsteht nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sondern durch Leiden, also auf der Schattenseite. Das ist meine Erfahrung. Und die hat mich immer wieder kreativ gemacht. Und was möchten Sie dem Leser bzw. der Leserin vermitteln durch dieses Buch? Ja, dass man eben sich selbst verwirklichen soll und nicht irgendwie sich abhängig macht vom Leben anderer. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich nie gemacht, auch wenn es mit Schmerzen verbunden ist, mit Leiden verbunden ist, mit Einsamkeit. Aber ich denke, sich selbst zu verwirklichen, das, was man selbst liebt und kann und wofür man begabt ist, das zu suchen und ans Tageslicht zu bringen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das macht glücklich und das hält im Übrigen auch jung und lebendig. Okay, ja, das ist eine gute Botschaft. Und wie haben Ihre Freunde, Ihre Familie und Bekannte auf die Buchsveröffentlichung reagiert? Ja, ich habe sie noch gar nicht weitergeleitet. Ich habe sie ja erst eigentlich jetzt doch, ja, so seit 3 Wochen habe ich sie. Aber ich bin ja immer noch berufstätig und habe so viel noch um die Ohren, dass ich noch mich gar nicht so sehr darum gekümmert habe. Aber das will ich jetzt im Dezember und November tun und mal einiges verschicken, auch einiges verkaufen. Also ich habe jetzt gerade mal, gestern hatte ich wieder einen Vortrag gehalten, Kunstvortrag, da habe ich gerade wieder mal 5 Bücher verkauft. Das ist nicht schlecht. Ich habe nicht über mein Buch gesprochen, sondern einen Kunstvortrag gehalten. Und die haben dann trotzdem, also ich mache Reklame natürlich bei meinen Vorträgen. Ich mache demnächst auch Lesungen. Ich habe bereits im nächsten Jahr 6 Lesungen
ein paar von verschiedenen Veranstaltern, wo ich immer tätig bin mit Kunstvorträgen. Da mache ich jetzt überall Lesung mit diesem Buch und hoffe, dass es auf Interesse trifft. Ja, sehr schön. Und ich kann mir doch so vorstellen, dass es Interesse weckt. Und vielen Dank, liebe Veronika, für das tolle Interview und für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück mit dem Buch. Ja, danke schön. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, das trifft auf Interesse. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil es enthält ja eben auch Fotos, viele Fotos der Bühnenrollen aus meinem Leben auch. Es enthält eigene Aquarelle. Ich male ja auch ein bisschen. Es enthält eben vor allem viele Gedichte, die auch das, was ich schreibe, unterstreichen. Und ich glaube, das ist etwas Besonderes. Die Bühne Mein Leben von Veronika Kranich ist ab sofort erhältlich, sowohl im Buchhandel als auch online als E-Buch. Und es ist aus einer Zusammenarbeit mit der Europa-Verlagsgruppe entstanden.